So, zweierlei. Wir kommen jetzt zum ersten Rätsel des Spiels, was auch der größte Kritikpunkt der Kritiker damals an dem Spiel war. Es hat zwar geniale Themen und stellt sie auch aus psychologischer Sicht richtig krass dar. Allerdings sind die Rätsel nicht unbedingt immer nachvollziehbar, was natürlich für ein Adventure-Computerspiel doch zum heftigen Niederschlag werden kann in Sachen Wertung und Punkte. Denn wir müssen jetzt erstmal wieder eine Frucht besorgen, fällt mir gerade ein. Wir brauchen ja was zu essen. So. Use das Ding hier. Twine. Ah, Manna from heaven. Und wo es mir in den Comments letztes Mal aufgezeigt wurde, nein, ich habe. Nein, ich will nicht Look at. Ich habe absolut nichts mit der Bibel zu tun. Ich bin absolut nicht religiös. Und von daher, wenn Manna irgendwas Hebräisches sonst was bedeutet, schön für die Hebräer. Interessiert mich sowas von gar nicht. Da würde ich eher mit M eine Runde Karten spielen, bevor ich die Bibel lese wahrscheinlich. So. Ja. Vielleicht haben es einige von euch schon gemerkt. Als wir die Frucht an den Jungen gegeben haben, hat sich hier unten das Charakterporträt verändert. Der Hintergrund hinter Benny, der jetzt so leicht grün geworden ist, der stellt im Englischen das, wie heißt nochmal, Spiritual Barometer dar. Ich nenne es jetzt einfach mal die Seelenanzeige. Und diese Seelenanzeige, unser Ziel ist es, sie in möglichst grün, wenn nicht sogar den perfekten weißen Bereich hochzuspielen, indem wir das Richtige tun. Das Richtige ist in dem Spiel hier allerdings schon ziemlich schwierig, vor allem das perfekte Richtige, denn man kann an jeder Ecke Fehler machen. Wenn wir dem Jungen zum Beispiel das Falsche sagen, haben wir schon einen Fehler gemacht. Wenn wir irgendjemanden nicht Respekt erweisen oder sowas, haben wir einen Fehler gemacht. Und was das Dreisteste von allen ist, dieses Buch, was wir seit Anfang des Spiels mit uns rumtragen, das Psych-Profile, ist eine Falle von Am. Dieses Buch hat nämlich Tipps für uns. Wenn wir es öffnen und angucken, steht drin Scientific Basis. Es gab viele Spezies von Vögeln, die ihre Jungen to not develop enough to digest their food, die ihre Jungen nicht weit genug entwickelt haben, um ihr eigenes Futter zu essen, damit sie sich offenbar weiter versorgen können. Und wie man links unten sieht, Bennys Gesicht ist davon absolut nicht begeistert. Es ist ein Fehler, dieses Buch zu lesen. Jedes Mal, wenn man das Buch liest, bekommt man Minuspunkte. Und Ams Botschaft in diesem Buch ändert sich auch. Sein erster Hinweis, wenn wir hier angekommen sind, hätte gelautet, dass wir Kannibalismus ausüben dürfen. Ich tippe mal an diesen beiden. Und ich habe ja gespeichert, von daher, ich will es mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Swallow, Child. I can't bring myself to hurt this pathetic child. Okay, Swallow, Mother. I'm in no shape to attack anyone. Wir können es mit dem Elder probieren. Ich will es einfach nur mal testen. Ich meine, wenn. This is where. Oh, immer dieses Look at. Wenn, wie heißt es, Am schon vorgeschlagen hat, dass wir Kannibalismus ausüben sollen. Vielleicht geht's ja wirklich. I'm in no shape to. Nö, na gut. Das heißt, der Hinweis am Anfang ist wohl nur kosmetischer Natur. Oder ich habe das Opfer verpasst, mit dem ich das machen kann. Na gut. Die richtige Rätselslösung ist natürlich, wir geben die Frucht an die Mutter, damit sie für uns vorkaut. Amazing. This woman digested the food and then regurgitated it back to me, like a bird feeding its young. Und damit hat sich unsere Farbe wieder ein Stück verbessert. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Und ich würde eigentlich ihr gerne mal danken. Kann ich eben mit ihr reden? Talk to. That son of a bitch Am ripped out my vocal cords years ago. Na, hab's vergessen. Am war so freundlich, uns die Stimmbänder rauszureißen. Wir sind also noch affenähnlicher, als ich anfangs gedacht habe. Wir können nur mit dem Jungen richtig reden, weil der telepathisch ist oder sowas in der Art. Ich werde müde. I am getting very tired. You now family. You use our bed. Go sleep. Sehr gerne. Ich brauche eine Mütze Schlaf. Use Bett. Wir haben heute viel geschafft, von daher. That sleep wasn't nearly long enough. I wonder where the boy's mother went.
Die Mutter des Jungen ist verschwunden. Können wir sie mal kurz den Jungen fragen, was eigentlich abgeht? Wieder talk to. Wo ist deine Mutter? Where is your mother? She go to altar to help choose Am's sacrifice. Ja, stimmt. Heute war ja das Opfer für Am. Gehen wir mal zum Altar und sehen uns das an. Vielleicht haben wir da ja was. The village is quiet today. Too quiet. Genau das meine ich mit Benny unterbricht einen ständig oder alle Charaktere unterbrechen einen ständig, wenn man den Raum verlässt. Vielleicht finden wir beim Altar und können zugucken. Das war der Weg hier? Nein. Oh, ich hab das schon einmal durchgespielt in den ersten Partien und kann es immer noch nicht merken. Hier lang. Why is everyone gathered around the altar? Sieht nach einer kompletten Dorfsversammlung aus. Reden wir mal mit dem Elder, der müsste ja wissen, was abgeht. Warum sind hier alle versammelt? Kadacho Shama Am. Looks like some kind of lottery. That's the mutant child's mother. Uh-oh. Offenbar hat sie das Glück der Wahl gehabt. Der Perlen, der Murmeln. Leute, ich bin gleich wieder da. Und da bin ich wieder. Entschuldigt die Unterbrechung. Da sind gerade Herr und Frau Mutter und Vater wieder nach Hause zurückgekommen. Warum wurde die Mutter am Altar festgebunden? Wocho Shanan. It looks like she's been chosen to be sacrificed. Können wir sie nicht ansonsten essen? Das wäre auf jeden Fall eine von diesen falschen Antworten, die als Fehler gewertet wird, wenn wir jetzt fragen, ob wir sie nicht essen können. Von daher lassen wir das. Dürfen wir zusehen. Wita fuma piba. It sounds like he'll let me watch. Amvila tajo. I am the great and powerful. You didn't bring me Toto, but I accept the chosen one. You shall not feel my wrath today, my sweller what. Judas Priest! Am blasted her to bits. What am I going to do for food now? Verdammt! Erst macht Am eine Wizard of Oz Anspielung und jetzt habe ich nichts mehr zu essen. Scheiße! Die Mutter sieht nicht mehr allzu menschlich oder lebendig aus. There's burnt plastic and twisted metal where bits and pieces of the woman should be. I wonder if they're going to bury the remains. Ich will es ehrlich gesagt nicht herausfinden. Ich glaube, wir sollten dem Jungen erstmal sagen, was mit seiner Mutter passiert ist. This is the... Wenn ich sie nicht dauernd angucken würde, diese blöde Höhle. Ich weiß nicht warum, aber immer bleibt er bei dem Look at Command hängen. Es tut mir leid, deine Mutter ist tot. I'm sorry. Your mother is dead. I know. Me sorry too. She only wants to care for me. Except you. Was wird jetzt mit dir passieren? What will happen to you? No food. No safe from lottery. Either way, not good. Warum läufst du nicht weg von hier, von zu Hause? Why don't you run away from here? Bad idea to run. Villagers hunt me down, become sacrificed to Am machine. Na, wir können uns zwar nicht um ihn kümmern, aber das möchte ich natürlich nicht so sagen. Wir haben unsere eigenen Probleme. Er hat auch Probleme, von daher... Benny, zeig mal ein bisschen Verantwortungsgefühl. Wir gehen erstmal wieder. I need to go find some food. Und speichern es auch direkt wieder ab. Safe. Fertig. Ich denke, es ist jetzt schon wieder direkt der Zeitpunkt, dass wir uns mal aufs Ohr legen. Wenn nicht, habe ich mich geirrt. Aber mal gucken. The boy is still here. I wonder when the next sacrifice will be. Dann können wir mal nachgucken gehen, Benny. Ich meine, dafür hatten wir ja diesen komischen Bildschirm in der Höhle des Elders. Hallo Elder, was ist mit dem Sacrifice? Use den Screen. Gather the villagers at the altar tomorrow to choose a sacrifice or suffer the wrath of Am. Schon wieder ein Opfer.
Das ist natürlich unpraktisch. Was können wir da tun? Ich will mal kurz was nachgucken, Mädels. Some kind of door. Wenn ich da nur reingehen muss, bitte, danke. Looks like it's empty. Wenn wir schon von Kannibalismus mal gesprochen haben, dann wundere ich mich wirklich, ob nicht in dieser selbstgebastelten Wiege hier links im Bild, ob da irgendwann zum Spiel, irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel mal ein Baby drin liegt, was wir wirklich essen können. Tut mir leid, das jetzt so sagen zu müssen, aber wenn Am mir am Anfang dieses Szenarios Kannibalismus vorschlägt, dann frage ich mich ehrlich gesagt, wo und wann das anwendbar sein soll. Nun ja, da können wir gerade nicht viel machen. Was ist denn... Der Elder ist immer noch da. Warte mal, habe ich jetzt gerade schon Fehler gemacht? Ich lade mal ganz kurz neu. Es kann gut sein, dass wir erst nochmal den... Dass wir jetzt die Höhle des Elders betreten müssen. Nein, der Elder ist noch da. Reden wir nochmal mit dem Bildschirm oder usen den Bildschirm. Speaking in the third person, Am, which is I, Am is satisfied with the sacrifice. He, that is to say I, will spare the village, his, that is to say my, wrath for today. I have, as I said before, spoken. Das war sehr verwirrend, Am. Da war ein bisschen sehr viel von dir in diesem Satzbau drin. Auch gut. Jetzt mache ich anscheinend schon wieder Fehler. Ich glaube, ich brauche erstmal wieder eine Frucht. Ah, Mana from Heaven. Denn wir müssen diesen blöden Lottery Bag klauen. This is the... Es ist gerade die Frage, was habe ich denn vergessen? Das mit dem Müde ist, glaube ich, die falsche Idee. Ich muss Futter besorgen gehen. Ja, dann machen wir das erstmal wieder. Legen wir uns nochmal kurz hin. Und dann suche ich morgen einen anderen Ort auf. The boy's still here. I wonder when the next sacrifice will be. Geh nochmal ganz kurz in die Höhle vom Elder, um die Informationen von dem Bildschirm zu kriegen, denn dieses Spiel hier ist ziemlich... The village elder must be out gathering food. Oh! Diesmal ist er weg? Komisch, beim letzten Mal war er da. Ihr habt's alle gesehen. Sehr merkwürdig. Er müsste aber dasselbe sagen, der Kollege Am jetzt. Gather the villagers at the altar tomorrow to choose a sacrifice or suffer the wrath of Am. Ja, okay, das heißt, das Spiel hier ist, entweder habe ich eben einen Trigger vergessen auszulösen oder ist es wirklich so ein ganz bisschen auf Zufall sogar ausgeschnitten. Was ich die niedrige Wertung von dem Spiel sogar noch ein bisschen nachvollziehen kann. Auf jeden Fall, wir wollen den Lottery Bag haben. Yay, das macht Benny happy. Das ist toll. This bag is full of many white marbles and one black one. Hm. Wir könnten das Ding vielleicht sabotieren und die schwarze rausnehmen, aber ich glaube, es wäre eine kluge Idee, das Ding zu verstecken. Und dafür gehen wir jetzt mal weit weg vom Dorf. Denn schließlich das in der Nähe des Dorfes zu verstecken wäre eine dämliche Idee. Von daher gehen wir mal hier lang. This graveyard gives me the creeps. I feel as though the dead could speak. Das ist gar nicht mal so falsch, mein lieber Benny. Denn diese drei Gräber hier sind ausschlaggebend dafür, dass wir dieses Szenario gewinnen können. Es handelt sich nämlich um drei ehemalige Soldatenfreunde oder zumindest untergeordnete Soldaten von Benny, nämlich Murphy, Tuttle und Thomas. You left me for dead in the field. The bullet in my brain came from your gun. Und offenbar war Benny, hat Murphy sogar umgebracht. Allerdings frage ich mich gerade, warum. Wie kann ich dir beweisen, dass ich ein anderer Mensch geworden bin? What can I do to prove that I am a different man? Give us proof of your newfound empathy. Ein Beweis, dass wir uns gebessert haben. Ich hab den Lottery Bag. Ich meine, wir versuchen den Jungen ja zu retten. Das ist doch ein wenig Besserung, oder? I have the Lottery Bag. No more villagers will be sacrificed. Show the Lottery Bag to Thomas.